Das Viereck ABCD ist in einem Kreis eingeschrieben mit den Winkeln BAD von 76 Grad, BDC von 16 Grad und ACD von 51 Grad, wie in der ungenauen Abbildung unten. Frage: Wie groß ist der Winkel ABC? Wir suchen die Öffnung von diesem roten Winkel ABC. Der Winkel BAD ist ein Umfangswinkel, der diesen grünen Kreisbogen BD einschließt. Der Zentriwinkel, der denselben Kreisbogen einschließt, das ist dieser grüne Winkel. Seine Öffnung ist genau das Doppelte von 76 Grad, also 152 Grad. Der Winkel BDC ist ein Umfangswinkel, der diesen Kreisbogen BC einschließt, hier in Magenta eingezeichnet. Der entsprechende Zentriwinkel, das ist dieser Magentawinkel, und seine Öffnung ist genau das Doppelte von 16 Grad, also 32 Grad. Der Winkel ACD ist ein Umfangswinkel, der diesen blauen Kreisbogen einschließt. Der entsprechende Zentriwinkel hat als Öffnung genau das Doppelte von 51 Grad, also 102 Grad. Dieser Umfangswinkel, den wir suchen, schließt diesen roten Kreisbogen CA ein. Der entsprechende Zentriwinkel ist dieser rote Winkel. Und seine Öffnung ist das Doppelte von der Winkelöffnung, die wir suchen. Also bestimmen wir jetzt die Öffnung von diesem Zentriwinkel. Dieser Zentriwinkel, das ist zuerst einmal 152 Grad, der grüne Winkel, minus 32 Grad, das heißt der Magentawinkel, nochmal, der grüne Winkel 152 Grad minus dieser Magentawinkel 32 Grad plus dieser blaue Winkel 102 Grad. Also dieser rote Zentriwinkel beträgt 152 Grad minus 32 Grad plus 102 Grad. So. Und das macht 222 Grad. Die Öffnung dieses Umfangswinkels ist die Hälfte von diesem Zentriwinkel und die Hälfte von 222, das macht 111. Diese Öffnung beträgt also 111 Grad und demzufolge ist Antwort A die richtige.